Herzlich willkommen zurück zu Am Dien eventuell 2. Leider ist gerade die Aufnahme hängen geblieben, abgeschissen, denn das Ganze in der eventuell 2 abgeschissen. Ich hoffe, die 40 Minuten davor sind noch ganz. Falls nicht, wir sind nach Lunera, nach Mirhaven gereist. Die Menschenstadt auf Am Dien. Und da sind wir jetzt auch. Oh, ich habe meinen Charakter hochgelevelt. Und anscheinend mag nicht nur mein Elf keine Menschenstädte, sondern auch mein Rechner. Das ist ein Elf. Das erklärt so einiges. Dann sieht sich die kalten Steinhäuser nochmal an. Kommt da überhaupt Licht rein? Es ist ja fast wie bei den Zwergen und halb. Es ist ja fast wie bei den Zwergen unterirdisch kaltem Stein. Das war so gerade unser Thema, die Häuser, die ich mein Elf absolut nicht verstehen kann. Wohlhabende Bürgerin. Avaven, nichts so nickt sie. Nicht unglaublich viel, aber dafür machen sie Fenster rein. Fenster? Nicht Fenster. Ja, irgendwie bin ich ein bisschen XP-geil in letzter Zeit. Ich wollte schon, ob ich Zaubersprüche habe. Noch nicht. Schade. Sie nickt leicht und deutet zu einem davon beim nächstbesten Haus. Durchsichtige Stein? Wo Licht durchfällt? Ich sehe dieses eigentliche Wort, das er schon gar nicht kennen. Durchgeht. Wo er eigentlich schon nicht mehr kann. Glas. Davon habe ich schon gehört. Heute ist Armaunas, erster Tag der Woche. Wir schreiben den 31. Tag des Myrtul, das Schmelzen. Am Ende des Flammerul feiern wir Midsommar und bald ist Sommersonnenwende, am 20. Tag des Monats Kifhorn. Over here, look at this. Schnuppert in Richtung Kanaldeckel. Bäh. Das ist ja echt eklig. Hält kurz inne und sieht etwas Zweifel zu dem Hospital, ehe sie sich entscheidet, weiterzugehen. Hospital? Sollte mit der Kamera nicht so viel rumspielen. Daran solltest du auch nicht zwangsläufig schnuppern. Sieht leicht grün. Sieht im Treiben zu. So viel. Warum rennen so viele? Entschuldigung, ich war gerade etwas leise. Sieht im Treiben zu. So viel. Warum rennen da so viele so schnell rum? Es eilt doch nichts. Linera, da hinten wäre ein guter Platz, sich das eben gerochene durch den Kopf gehen zu lassen. Deutet dabei nach rechts zu den Büschen neben den Kisten.
sie zu den Büschen. warum? Ich dachte, du musst dich übergeben durch den Geruch, Schmutzli sagt. Menschen haben es nicht so leicht wie wir. Das scheint wohl so. Ah. Der Fluch der Kurzlebigen. Kurlebigen. Nach Mirhaven Nord. Schaut sich das Pferd an. Das Arme. Ach ja, die Menschen brauchen deswegen ja auch andere Wesen zum schneller fortbewegen. Schüttelt den Kopf. Was war denn das? Eine Höhle? Ich habe gerade wirklich wenig Bildrate. Falls man das im Video sieht, tut es mir leid. Ich habe hier gerade nur so 15 FPS. Das ist wenig. Ah, wenn ich so gehe, sind es 30. So ist es. Manchmal ist es nicht verkehrt, aber manche nutzen es für jeden noch so kurzen Weg. Ich bin mir nicht sicher, ob die Tiere das wollen. Mach mal einen auf Peter hier. Oh, Art ist der. Uns Samira Schattenmantel. Sieht sich auf den geschäftigen Treiben um. Das ist mir zu laut hier. Hält sich die Ohren zu. Samira Schattenmantel atmet tief durch. Ein neuer Charakter, den wir noch nicht kennen. Und Artis Ders, auch den kennen wir noch nicht. Ragnar will diese Elfe doch nicht behalten, oder? Bei dem Wort Elfe zieht er zu Samira und geht zwei Schritte zurück. Wer will eine Elfe behalten? Wir sind doch keine Pferde. Leicht ängstlich, sich nach einem Fluchtweg umschauen. Samira Schattenmantel, Nora hatte er auch. Habe ich gehört, unterdrückt ein Grinsen und schaut zu Lyn und Garut. Oh. Weil sind sie mehr als zwei Schritte, aber egal. Darf ich gerade nicht zu weit rauszoomen?
Lynerel sieht ein wenig zerflattert aus. Die Kleidung ist etwas zerrupft. Hier und da sieht sich ein paar frischere Wunden über die Arme. Blutflecken finden sich auch auf ein paar auf der Haut. Darum geht es nicht. Sei versichert, gibt sie flüsternd Rutem aus. Seufzt. Na wunderbar. Bald wimmelt es also von nackten Elfen. Sieht ein relativ hochgewachsener Elf, bei dem man sofort sieht, dass er wohl mehr Wald als Stadt kennt. Seine Kleidung und Ausrüstung ist vermutlich älter als die meisten Bewohner in dieser Stadt und werden teilweise kaum mehr als von einigen Fäden zusammengehalten. Zusammengehalten. Alte Artisters, die scheinen Invasion zu starten und die Weißhaarigen führen sie an. Grinst und geht auf Lynn zu. Bleibt sich unsicher umsehend zurück. Samira Schattenmantel blickt zu Lynn und Daro, nickt den beiden zu. Ninera Elias, das wäre nicht die erste Invasion, die von den Weißhaarigen angeführt wird. Schar, gibt sie schief schmunzelnd an Artis weiter. Ehe sie ihm und Samira leicht zunickt. Allah.